Moin Leute, in diesem Video zeige ich euch eine extremst einfache Methode, wie ihr in der aktuellen Woche richtig viel Geld verdienen könnt. Und wenn euch genau das interessiert, dann bleibt jetzt einmal am Start. Lasst natürlich wie immer auch gerne ein Like auf diesem Video da. Ich habe gehört, wenn 5 Leute gleichzeitig auf den Like-Button hauen, dann wird er gelb. Abonniert natürlich auch gerne diesen Kanal und macht die Glocke an, dann verpasst ihr nichts mehr rund um GTA Online und checkt auch gerne Instagram, TikTok und alles von mir ab, was in der Beschreibung ist. Ich habe nämlich auch einen eigenen GTA Community Server. Wenn du nämlich Leute suchst zum Zocken oder vielleicht auch zum Glitchen, dann komm einfach auf meinen Community Discord. Dort hast du dann eigene Channels, wo du dir halt Sachen raussuchen kannst oder mit Leuten reden oder schreiben kannst. Dort gibt es auch AFK Money Job Links für dich, also guck dich da gerne mal um. Kleine Werbung an dieser Stelle in eigener Sache. Und wenn du noch auf der Suche nach Geld sein solltest in GTA Online und du möchtest dafür jetzt nicht viel machen, dann geh einmal in die Videobeschreibung. Ganz oben ist ein Link zu JG Gaming und dort kannst du dir dein GTA-Geld, deine Level für deinen bestehenden Account oder einen komplett neuen Account kaufen. Ganz einfach, super günstig und mit dem Rabattcode Piero sparst du dazu noch 10% auf deine komplette Bestellung. Ich würde sagen, wir starten direkt rein in das heutige Video. Denn heute am Donnerstag kam mal wieder eine neue Eventwoche raus und die hat auch eine neue Sache wieder mit ins Spiel gebracht. Und ich persönlich habe mich sehr auf diesen Tag gefreut, weil das Ganze wurde ja schon länger angekündigt, nämlich sind heute endlich die Geldtransporter wieder zurück. Ich persönlich weiß immer noch nicht, warum Rockstar Games die Geldtransporter irgendwann entfernt hat, aber sie sind auf jeden Fall zurück und in dieser Woche gibt es dafür sogar das dreifache Geld. Denn eigentlich, wenn ihr diesen Geldtransporter ausrauben würdet in den nächsten Wochen, dann bekommt ihr dafür 25.000 GTA-Dollar. Und das Ganze bringt euch in der aktuellen Woche nämlich 85.000 Dollar und das ist extremst nice. Ich möchte euch ganz kurz erklären, wie das Ganze funktioniert mit den Geldtransportern, damit ihr da genau Bescheid wisst. Denn nach meinen Informationen ist es nämlich so, dass ihr das Ganze in jeder Lobby machen könnt. Also ihr könnt den Transporter in einer öffentlichen Sitzung, in jeder Sitzung könnt ihr das bekommen, auch in einer Einladungssitzung. Das auf jeden Fall schon mal ein relativ wichtiger Punkt. Dann nochmal ganz wichtig, bevor die Geldtransporter überhaupt spawnen, müsst ihr mindestens 10 Minuten in dieser Lobby sein. Ich werde euch jetzt auch nochmal eben einen kleinen Screenshot einblenden von der Karte mit den potenziellen Spawnorten, wo ihr diese Geldtransporter finden könnt. Ich will nochmal ganz kurz erwähnen, es ist wirklich aktuell, ich weiß nicht, ob sich das vielleicht noch ändert, aber aktuell echt schwer, einen Geldtransporter spawnen zu lassen. Also manchmal dauert es schon echt lange, aber wenn ihr einen findet, dann braucht ihr auf jeden Fall eine Haftbombe, denn nur mit einer Haftbombe könnt ihr diesen Geldtransporter aufsprengen und wie gesagt, in der Woche gibt es darauf einen Bonus, sonst gibt es nur 25.000 Dollar. Macht das also auf jeden Fall noch in der aktuellen Woche, egal, also kommt natürlich auch immer drauf an, wann ihr das Video seht, aber Freunde, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Methode. Und wichtig ist auch, ihr bekommt dann natürlich, wenn ihr diesen Geldtransporter ausgeraubt habt, noch 2 Sterne. Dann noch eine wichtige Sache, es gibt einen Cooldown, wenn ihr einen Geldtransporter ausgeraubt habt, dann müsst ihr 20 Minuten warten, bis der nächste spawnen kann. Und ja, trotzdem auf jeden Fall gerade in der aktuellen Woche eine richtig gute Methode, um viel Geld zu machen, denn das ist wirklich nicht schwer. Ihr müsst zu diesen Spawnorten, das Schwerste ist eigentlich, diesen Transporter zu finden, dann sprengt ihr den auf und bekommt eure 85.000 Dollar und Freunde, ich sage euch ehrlich, ihr wisst es selber, 2 Sterne in GTA Online ist nicht unbedingt so wild, außerdem gibt es noch Lester, den ihr anrufen könnt. Und genau, Freunde, das soll es auch eigentlich schon von dem heutigen Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, Freunde, schreibt einen Kommentar zum heutigen Video, wie euch das gefällt, freut ihr euch, dass sie wieder zurück sind, die Geldtransporter, oder auch einfach, wenn ihr nicht wisst, was ihr kommentieren sollt, einfach einen Kommentar für den Algorithmus, Freunde. Ich bin jetzt raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, haut rein und ciao, Leute.